Einen wunderschönen guten Tag hier da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen und hoffentlich entspannenden Kanal. Jetzt aber mal ab nach oben mit dem Mundwinkel und der Wengleck lächelt. Ansonsten klingel ich gleich. Ich komme wirklich vorbei und das soll jetzt natürlich keine Drohung sein. Wir spielen heute ein Spielchen, in dem wir in einer ländlichen japanischen Stadt, ein kleines Dörflein sind und uns dort einen eigenen Streetfood-Laden aufbauen. So, das hier sind wir. Ich finde, wenn man nur die Seite hier betrachtet, dann sieht man auch so ein bisschen aus wie so ein trauriger Hund, was die Frisur angeht. Und das ist doch alles hier erstmal sehr, sehr schön. Am Tag soll man Zutaten besorgen. Ihr seht unsere Shopping-List, Chicken, Rice and Fish. Und nachts bzw. abends, wenn die Leute dann hungrig sind, wie kann ich denn hier reden? Hallo, was ist reden? Ich will reden. Oh, drauf. Gut, alles klar. Ich habe die ganze Zeit F und E auf die Tastatur gedrückt, aber es wird auch mit Maus gespielt hier. So hungry. Also verstehe ich was mit Ihnen, gute Frau. Hi there, what can I do for you? Oh, guck mal, also erstmal Reis, natürlich sehr billig. Warum Dollar? Bin ich hier? Warum Dollar denn jetzt? Ich bin doch... Hallo? Erstmal Chit-Chat. Chin-Chan. All the side streets are under construction. What's up with that? Genau, also ist natürlich auch wieder hier, wie so häufig, sind wir halt früh am Puls der Zeit. Ist doch kein fertiges Spiel. Ist mal so ein kleinen Prototypen, den wir da austesten. Aber mir gefällt hier wirklich vor allem schon der ganze Background. So, also Reis habe ich erstmal gekauft. Das ist also jetzt insgesamt schon hier mit drin. Ich würde aber schon eher sagen, kleine Stadt. Ja, wobei, ist auch eher dörflich. Oh, schön ist das ja. Bicycle für 1 Million. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Ja, Fisch kriege ich wahrscheinlich am Strand. So wirklich Sand ist hier nicht, aber es ist trotzdem ein Strand. Also hier ist jedenfalls der Fischermeister. What can I get? Erstmal auch Chit-Chat. Wir wollen uns hier ja auch beliebt machen. Deswegen ist auch ein bisschen Reden in Ordnung. Big boats are great, but they can be pretty hard to paddle. By fish. Okay, coming right up. Alles klar, danke auch für das. Fishy. Leider jetzt habe ich noch 2 übrig. Es würde mich wundern, wenn das Chicken nicht auch genau 2 Dollar, aus was für einem Grund auch immer, Dollar kosten würde. Das macht mich Wahnsinn. Warum hat das eigentlich nicht alles der Convenience Store? Ja, müssen die Leute hier. Ja gut, es ist halt, ist ein Lokal. Setup Shop. Okay, hier wird nachher vom Boot aus sogar verkauft. Das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre. Was ist mit Ihnen los, Alter? Hier, 24. What can I get to today? Wieso verkauft der Chicken? Der sieht aus, als verkauft der mir Crack. Der steht da einfach nur neben so einem 24-Stunden-Store, so einer Tankstelle steht er da rum. Chit-Chat. Lately, there's been some delicious smell at night waving through the streets. Das ist, wenn ich aufs Klo gehe, ja. Maybe, ja, okay, alles klar, bei Chicken. Okay, so, es ist alles gekauft. Jetzt, ich erkunde trotzdem hier noch kurz so ein bisschen weiter. Viele Fahrräder hier. Oh, das dürften Reisfelder sein, ne? Das dürften, verkauft er auch Reis, oder was hat er in dem besseren Reis, den Bio-Reis? Da ist noch ein Gewächshaus. Farmland für 300, das heißt, ich vermute mal, wenn man genügend verdient hat, dann kann man irgendwann auch seinen eigenen Reis anbauen. Das hat natürlich, direkt ist es der Vergleich, der sich einem immer auftut, so Animal Crossing Vibes so mit einer Insel. Ich finde es richtig cool, wenn da wirklich auch so ein bisschen Aufbauparts noch mit dazukommen, aber es geht halt doch eher um den Shop. Wir haben jetzt alles eingekauft, wir wissen, wo unser Shop ist. Beste Pole Position mitten an der Hauptstraße hier, Setup Shop. Alright, I have everything I need to set up the shop for tonight. For the night, let's get cooking. Konnichiwa! Ihr seht alles so schön aus. Erstmal, das will ich erstmal sagen. Ihr seht so schön aus. Hier sind meine Rezepte. Fried Chicken with Rice, Salmon Nigiri und Salmon Sashimi. Ist das das, was hier bestellt wurde? Ich vermute mal, ne? Das sieht so aus wie Fried Chicken with Rice. Ich mach das jetzt. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal Fried Chicken. Was ist das denn hier? Das Lemon. Sind das hier die Bestellungen? Ich vermute mal. Also Chicken, Rice. Steam 1 Cup of Rice. Da ist mein Reis. Okay. Erstmal Reis. Im Reiskocher natürlich. 1 Cup of Rice habe ich gesteamt. Dice Chicken Breast into Cubes. Okay. Ich denke mal, das ist für den Herrn da vorne. Wäre fast ein bisschen leid, ne? Niemand unterhält sich mit ihm da drüben. So wird sich fleißig unterhalten.
Los geht. Oh, das darf ich auch sehen. Oh. Sieht ein bisschen. Ich würde eher. Also sieht eher aus wie Fleischwurst. Thoroughly coat the chicken in flour. Okay, ich kann es da einfach reinschmeißen. So, ich hoffe mal, das ist auch wirklich Flour. Ah, so, okay. Ich kann das so rumdrehen. Oh, das hat ein bisschen was auch von. Sowas erinnert immer direkt an DS-Spiele. Deep fry the chicken until cooked. Jetzt geht's ab hier. Man sieht auch immer hier so kleine Timer damit dran. Jetzt machen wir das hier richtig schön durch. Und dann kommt das auch in die Schüssel. Ne, das kann jetzt hier direkt. So, warte, ist fertig jetzt, ne? Kriegen Sie das? Habt ihr das gerade doch zu dritt gegessen? Warum unterhaltet ihr euch denn nicht mit dem Kollegen hier? Ich meine, der verliert hier an der Stelle schon. Oder ist das ein Scheitel? Ordentlich Haare. So, ja gut, das habe ich ja schon mal perfekt hinbekommen. Aber mal noch vergessen, itadakimasu zu sagen. Obwohl ich ja nicht esse, aber die, deswegen müssten die das eigentlich sagen. Und arigato habe ich auch nicht gehört. Ja? Und ich habe auch, glaube ich, kein Geld zurückbekommen. Ich habe auf alle Fälle auch erstmal kein Zeitlimit. Das finde ich ganz gut. Als nächstes Salmon Nigiri. Das heißt erstmal hier one cup of rice. Zack. Und dann müssen wir hier, denke ich, das hier mal schön klein schnibbeln. Sieht doch alles ganz gut aus. Ja, even genau. A rectangular dish to serve. So, das kommen jetzt nämlich hier rauf. Zack. Zack. Hallo? Achso, das braucht gar nicht mehr. Da kommt gar kein Reis dazu. Tut mir leid. Ich hab's schon wieder dem Mann gegeben, Alter. Der isst ja alles weg, obwohl sie zu dritt unterwegs sind. So, was kommt denn als nächstes? Jetzt ist es Salmon Nigiri. Hab ich natürlich auch schon fertig. Den Reis. Das heißt, Reis und der Fisch, der olle Lachs hier. Combine the rice and Salmon. Achso. Ich hab's falsch gemacht. Muss nochmal schnippeln. Hä? Was ist jetzt los? Combine the Reis and the Salmon. Ich mach nochmal frischen Reis. Vielleicht ist der Reis hier irgendwie schlecht. Ich schmeiß den mal weg. Ah, einfach direkt auf die viereckige Platte. So, das kriegen jetzt die Damen hier. Es schmeckt lecker. So, als nächstes nochmal Fried Chicken with Rice. Ja, das ist natürlich, da schmeißen wir das immer weg. Das ist ja alles. In Videospielen kann man auch verschwenderisch sein. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht geworden in dem Moment. Aber ich muss so ein bisschen auf meine Kunden achten, ne? Ich will nicht, ich kann mir das hier nicht, ich kann mir keinen Skandal leisten. Das dürfte ja klar sein. Guck mal, wie ich das Rezept schon im Kopf habe, ne? Ich mache das einfach alles hier schon komplett selbst. Ich guck da gar nicht mehr drauf. So, zack, jetzt kommt das hier rein, kein Problem. Währenddessen packe ich hier auch schon mal wieder den Fisch aus. Ich bin schon richtig am Multitasken. So, bitteschön, ab geht's. Wieder für die Dorm. Was ist das hier denn genau? Das ist nur Salmon Sashimi, ne? Salmon Sashimi! Ah ne, es ist wieder Nigiri. Okay, also wieder ab in Müll damit. Das wäre wirklich so ein Laden, in dem immer alles direkt weggeschmissen wird. Nee, da habe ich leider falschen Teller ausgewählt. Das geht natürlich nicht. Ich wollte das hier gar nicht hochnehmen. So, pack das hier wieder rein. Danke. So, zack drauf und ab geht die Sause. Okay, hier, zack. Dann als nächstes Reis rein da. Schneiden. Zack, 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 zack. Da kommt auch keine Soße, keine Würze, kein nix dran. Das ist einfach alles. Es wird alles irgendwie so gemacht, wie es halt gemacht wird. Hier schön im Mehl alles durchgecodet. Raus damit. Nee, warte, ich brauche hier nochmal schöne Schüssel. Zack, Reis rein. Zack, hier deep fryen. Das letzte Gericht für heute. Die da draußen konnten sich einfach auch die ganze Zeit nicht entscheiden. Will noch jemand Sage dazu oder ist das eher out? So, das kriegt das letztes hier nochmal der Herr rein. The night ends. Everyone is full and content. You've earned 12 coins. Na, das ist ja wirklich ein Stundenlohn hier, der. Der, ne? Reden die jetzt hier irgendwas anderes? My dad's giving away free rice. If you want some, just follow this road to the right. Oh. Kann ich das sparen? Da vorher bei den Biobauern. Hatte zu viel Reis. Verkaufst du wieder? What can I get for you today? Okay, der erzählt das Gleiche. Kann ich wieder Chicken kaufen? Ist aber wirklich, also. Dafür, was ich verdiene, ist das alles schon so ein bisschen teuer. Da muss man natürlich jeden Dollar, warum auch immer Dollar aller Erde,
sparen. So, I've got too much rice. What's that? You're a cook, that's perfect. Here, take some of this and make some tasty meals. Oh. Es ist eine tolle, nette, freundliche, liebevolle Dorfgemeinschaft. Ein Fahrrad hätte ich trotzdem ganz gerne. Das wäre dann der gleiche Effekt wie bei Pokémon. Weil das ist ja ein langer Weg hier. So, Fisch. Erzählst du jetzt was anderes? For eating on the job. Well, maybe, cooking, campfire on the boat. Alles klar, ey. Du bist ein Sicherheitsrisiko. Wenn man dann auch selbst alles selbst einsammeln kann. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr rezeptmäßig noch verfügbar. Also ich denke, wenn ich gleich den Shop aufmache, wird es genau gleich aussehen wie vorher. Und dann sage ich euch, was dann passiert. Dann endet das Video. Aber wobei, was wir noch nicht gemacht haben, ist Fried Chicken. Aber das ist einfach nur... Also ich mache jetzt noch Fried Chicken, okay? Der Vollständigkeit halber. Weil da gibt es noch ein Squeeze of Lemon dazu. Ja, es wird hier wieder schön paniert, der ganze Aal quasi. Up in Flour. Deep Fry. Schüssel raus, ja? Ihr seht das hier. No? Thoroughly coat the chicken in flour. Small round blade. Oh, guck mal, das kommt hier drauf. Das kommt gar nicht in die Schüssel. Zack. Und jetzt kommt hier noch so eine Limone dazu. Jetzt ist fertig. Freuen sich die Leute. Auch wieder die gleichen Gäste wie vorher. Weiß nicht, ob das heißt, dass es gut läuft, weil Stammkundschaft. Oder dass sich halt sonst niemand so wirklich für den Laden hier interessiert. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von einem Kommentar mitteilen. Und falls ihr den Kanal noch nicht kennt, dann lasst natürlich gerne ein Abonnement inklusive Glocke da. Arigato und ciao, tschüdüdü und reingehauen.